Weiter geht es mit den Beinen und dafür schlagen wir erstmal einen Fadenring an. Solltest du noch nicht wissen, wie der Fadenring funktioniert, verlinke ich dir hier ein Video, wo du das genauer sehen kannst. In den Fadenring häkelst du 6 feste Maschen. Ziehst den Fadenring fest zusammen. Dann nimmst du dir wieder einen Markierungsfaden, damit du weißt, wo der Anfang ist. Und dann häkelst du 2 Runden lang in jede Masche eine feste Masche. Wenn du das hast, nimmst du die erste und die zweite Masche zusammen ab. Das heißt, du stehst in die erste Masche ein, holst dir den Faden, stehst in die zweite Masche ein, holst dir den Faden und holst dir nochmal den Faden und ziehst ihn durch alle 3 Schlaufen durch. Jetzt wird noch jede dritte und vierte Masche zusammen abgenommen. Das funktioniert natürlich genauso wie vorher. Und in die letzten beiden machst du jeweils eine feste Masche. Du hast dann am Ende also 4 Maschen. Jetzt häkelst du 8 Runden lang in jede Masche eine feste Masche. Das erste Bein beendest du mit einer Kettmasche. Du stichst also in die nächste Masche ein. Holst dir den Faden und ziehst die Schlaufe durch die Schlaufe. Dann kannst du den Faden einfach abschneiden und komplett durchziehen. Beim zweiten Bein beendest du nicht. Du siehst gleich, was ich meine. Wenn du dann beide Beine hast, dann achte darauf, dass die Fußspitzen in dieselbe Richtung zeigen. Und dann legst du die beiden Beine nebeneinander. Und du stichst jetzt in das andere Bein ein und häkelst eine ganz normale feste Masche. Stichst also ein, holst dir den Faden, hast die 2 Schlaufen wie gewohnt und ziehst dann wieder den Faden durch und hast die feste Masche. Und jetzt häkelst du in jede Masche eine feste Masche, komplett drumherum. Du solltest dann am Ende 8 Maschen haben. So, jetzt machen wir wieder Zunahmen und jetzt wird es etwas kompliziert zu erklären. Also je nachdem, wo du deine Beine zusammengehäkelt hast, kann sich das nämlich verändern. Es ist einfach nur wichtig, dass auf jeder Seite vom Bein eine Zunahme gemacht wird. Also wie beim Kopf bleibt es bei 2 Zunahmen und die sollten natürlich rechts und links von den Beinen sein. Ich verdoppel hier jetzt jede 4. Masche, das heißt natürlich in die ersten 3 kommt jeweils eine feste Masche und in die 4. kommen 2 feste Maschen. Ich versuche dir das mal anhand einer Zeichnung hier zu zeigen, was ich meine. In der nächsten Runde verdoppel ich dann jede 5. Masche. Das heißt natürlich, wieder in die ersten 4 kommt jeweils eine feste Masche und in die 5. kommen 2 feste Maschen. In der nächsten Runde wird dann jede 6. Masche verdoppelt. Das funktioniert genauso wie vorher. In die ersten 5 kommt jeweils eine feste Masche und in die 6. wieder 2 feste Maschen. Und dann geht es so weiter mit jede 7. Masche wird verdoppelt und dann nochmal jede 8. Masche wird verdoppelt. Wenn du dann jede 8. Masche verdoppelt hast, häkelst du 3 Runden lang in jede Masche eine feste Masche, also 3 ganz normale Runden. Jetzt nehmen wir wieder ein paar Maschen ab und zwar nehmen wir jetzt als erstes jede 5. und 6. Masche zusammen ab. Das heißt, in die ersten 4 Maschen kommen jeweils eine feste Masche. Und in die 5. stichst du ein, holst dir den Faden, stichst in die 6. ein, holst dir den Faden,
und ziehst den Faden durch alle drei Schlaufen durch. Und jetzt zählst du natürlich, genauso wie vorher auch, wieder von vorn. Das ist also die erste Masche. Da kommt eine feste Masche rein, dann in die zweite Masche eine feste Masche, in die dritte Masche eine feste Masche und die fünfte und sechste nimmst du wieder zusammen ab. Das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang. In der nächsten Runde nimmst du dann jede vierte und fünfte Masche zusammen ab. Das heißt, in die ersten drei kommt jeweils eine feste Masche und die vierte und fünfte Masche wird zusammen abgenommen. Dann häkelst du nochmal zwei Runden in jede Masche eine feste Masche. Und jetzt nimmst du nochmal jede dritte und vierte Masche zusammen ab. Das heißt natürlich, in die ersten zwei kommt jeweils eine feste Masche und die dritte und vierte wird dann zusammen abgenommen. Jetzt nimmst du noch jede zweite und dritte Masche zusammen ab. Das heißt natürlich, in die erste kommt eine feste Masche und die zweite und dritte nimmst du wieder zusammen ab. Jetzt wird jede Masche abgenommen und dafür stichst du in die erste ein, holst dir den Faden, stichst in die zweite ein, holst dir den Faden und ziehst den Faden nochmal durch alle drei Schlaufen durch und am Ende beendest du das Ganze mit einer Kettmasche. Dann schneidest du den Faden ab, lass ein längeres Stück hängen, damit wir den Kopf annähen können und dann ziehst du einfach den Faden durch und fertig ist das Stück. Jetzt brauchen wir noch die Arme und die machen wir diesmal ganz anders als sonst und du beginnst wieder mit einer ganz normalen Schlaufe und dann machst du 12 Luftmaschen. Dann stichst du in die zweite Luftmasche von der Nadel aus ein und häkelst dort zwei feste Maschen rein. Dann machst du nochmal eine Luftmasche, wendest das Stück und machst jetzt in die beiden Maschen nochmal zwei feste Maschen. Und jetzt häkelst du in jede Luftmasche eine feste Masche. Dann drehst du das Stück ein bisschen und häkelst jetzt genauso wie vorher beim Kopf unten in jede Masche eine feste Masche. Und wenn du das hast, dann machst du eine Kettmasche in die letzte Masche. Dann lässt du wieder ein längeres Stück hängen, schneidest den Faden ab und ziehst ihn komplett durch. Jetzt nähen wir das Ganze nämlich zusammen, indem wir das zusammendrücken. Und genauso wie beim Kopf, einmal durch, Faden auf die andere Seite holen, wieder an derselben Masche und durchstechen. Und jetzt gehst du eins voran, stichst in die nächste Masche ein, holst den Faden dann wieder rüber und stichst wieder in derselben Masche ein. Und so geht das die ganze Zeit weiter, bis du am Ende angekommen bist. So, jetzt zeige ich dir, wie du die Teile zusammennähst. Und zwar stichst du einfach von dem Faden vom Körper in den Kopf ein. Du kannst es auch vorher mit Stecknadeln befestigen, damit es genau da ist, wo du es gerne haben möchtest. Dann stichst du wieder unten im Körper ein und dann in den Kopf und ziehst den Faden durch. Und das machst du einmal rundherum. Am Ende kannst du den Faden wieder irgendwo durchstechen und abschneiden.
Jetzt nehmen wir noch den Arm an. Und auch das funktioniert eigentlich nicht wirklich anders als der Kopf. Und ich mache das ziemlich weit oben. Steche halt in den Körper ein und dann steche ich wieder in den Arm ein und wieder in den Körper. Und das mache ich ebenfalls einmal rundherum. Jetzt sticken wir noch die Augen auf oder, naja, wenn man das Sticken nennen kann. So, ich steche dann einfach da ein, wo das Auge sein soll. Und das mache ich eben ein paar Mal. Und dann gehe ich immer ein bisschen weiter zur Seite und habe dann da meine Augen. Wenn ich das Auge habe, wie ich es haben möchte, dann steche ich nochmal da ein, steche ein bisschen zur Seite und mache das Auge auf der anderen Seite. Und damit ist dein Jani auch fertig. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und wenn du noch Hilfe brauchst oder so, dann schreib mir sehr gern. Du kannst das Ganze übrigens auch mit Draht machen, damit du die Körperteile bewegen kannst. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dann!